Irene und Philipp Keller aus Rafts probieren, dass Familien möglichst wenig Abfall zu produzieren. Und das klingt ihnen richtig gut. Sie brauchen nämlich nur noch 35 Liter Säcke pro Jahr. Für Irene Keller beginnt Abfallvermeidung schon beim Einkauf. Morgen. Ich gehe mit der Kübeli zum Metzger posten, weil das etwas von dem ist, was eigentlich am einfachsten machen kannst. Was mich am meisten genervt hat, dass ich da 5 Minuten von zuhause hingehe und dann verpacken sie es in Papier oder in Plastik oder zweimal sogar. Und dann gehe ich 5 Minuten zuhause, packe es aus und muss alles in den Kübel schmeißen und es gibt mega viel Abfall. Darum sind die Glaskübeli, die ich hier bringe und kann abwaschen, etwas sehr Simples. Philipp Keller, Irens Ehemann, hat an der ETH Informatik studiert und arbeitet heute als technischer Projektleiter. Einmal in der Woche arbeitet er im Homeoffice. Zwischendurch, wenn er mal Bewegung braucht, holt er Milch. Milch holen braucht zwar ein bisschen mehr Zeit, dafür komme ich weg vom Bildschirm, habe noch ein bisschen Bewegung auf dem Velo. Und sehe den Bauernhof, ja, kann ein bisschen schwätzen, sehe, wie das geht mit den Kühen und so. Und es gibt null Abfall. So, merci vielmals. Schönen Tag. Ebenfalls. Irene zurück von der Einkaufstour. Einmal in der Woche fährt sie nach Bülach. 2 Stunden Fahrt für Hin- und Rückweg nimmt sie in Kauf. In Bülach hat es einen Unverpacktladen. Den gibt es etwa seit 5 Jahren. Und das hat mir sehr geholfen, um all das, was man sonst nur verpackt bekommt, unverpackt zu bekommen. Wenn ich in den Unverpacktladen gehe, nehme ich alle Gefäße oder Stoffsäcke selber mit und fülle es dann dort ab. Heute habe ich einen grossen Sack Haferflocken gekauft, von dem brauchen wir immer viel. Ich habe noch Spaghetti gekauft, Reis und Olivenöl, Sojasauce und noch ein bisschen Tee und Dörrfrüchte. Vor 7 Jahren hat Familie Keller angefangen, ihr Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Wir haben uns schon schön eingerichtet gehabt. 2 Kinder, ein Haus, ein Auto. Und irgendwie sind wir so ein bisschen im Hamsterrad drin gewesen, Karriere, es ist so aufwärts gegangen. Und irgendwie haben wir gedacht, das ist es irgendwie nicht. Wir haben gefunden, es ist wie so zu. Es ist alles wie so eine Wolkendecke drüber, wo wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr zu Gott connecten. Wir wollten davon ausbrechen. Ja, gleichzeitig haben wir dann recht viele Bücher gelesen über Christen, die verfolgt werden, die Länder, dass sie Gott ganz anders erleben als wir. Also, dass sie im Alltag merken, dass Gott für sie schaut, dass sie Gebetserhörungen haben, dass sie irgendwie Geld bekommen, wenn sie es brauchen, oder Essen, oder Sachen, wo wir ja uns gar keine Sorgen machen drum. Und das haben wir uns auch gewünscht, dass wir können mehr erleben, dass Gott wirklich da ist, auch heute, und bei uns in unserem Alltag eingreift. Im Neuen Testament bei Jesus geht es irgendwie häufig darum, dass der Besitz irgendwie im Weg ist, dass er die Leute davon abhält, um zu Jesus zu kommen. Es ist dann nicht das Problem, dass wir reich ist in dem Sinn, sondern dass man einfach sein Herz fest dran hängt. Ich habe das Gefühl, dass der Besitz ist halt nichts Neutrales. Besitz nimmt Besitz von einem. Um sich von dieser Abhängigkeit zu lösen, half Kellers ein Buch über Zero Waste, was so viel meint wie Abfallvermeidung. Das Buch gibt auch praktische Tipps, das Leben zu vereinfachen, indem man die Güter zu Hause reduziert. Über 3 Jahre hinweg habe ich zuerst und mir dann nach das zweite das ganze Haus wirklich durchgeräumt und geschaut, was brauchen wir wirklich noch, und haben sehr vieles weggegeben. Also schlussendlich waren es etwa 2/3 gewesen, von allem, was wir vorher hatten. Als ich anfing an Sachen ausmisten, hatte ich das Gefühl, 90% von dem, was ich habe, brauche ich unbedingt. Also, ich kann gar nicht mit weniger rauskommen, vielleicht so 1-2 Sachen, die ich irgendwie 5-fach habe oder so. Und als ich dann mal richtig durchgegangen bin und gesehen habe, dass es viel schöner aussieht mit viel weniger Sachen und man weniger aufräumen muss. Und auch einfach irgendwie das Gefühl ist von
man ist freier und man hat nicht mehr die ganze Last, irgendwie, die da ist. Dann hat es wirklich so gekehrt. Und ich wollte eigentlich alles weggeben und habe einfach wirklich Freude daran bekommen, um einfach so wenig wie möglich zu haben. Das Badputz ist viel einfacher geworden, seit wir weniger Sachen haben. Vorher waren alle Ablagen voll und dann muss man das jedes Mal wegnehmen. Und da ist noch so ein Schränkchen gestanden, auch bumsvoll, mit irgendwie Badezusätzen und Creme, Shampoo für alle eine andere Sorte. Und das habe ich eigentlich fast gar nicht geputzt, weil es so mühsam war. Unsere Dusche und Shampoo haben wir ersetzt durch zwei Seifen. Eine für den Körper, eine für die Haare. Und das langt uns eigentlich, mehr brauchen wir nicht für uns. Unsere Tochter hat da jetzt, seit sie Teenager ist, ein bisschen ihr eigenes Arsenal an Sachen, die ihr gefällt. Und ja, dann hat sie jetzt da wieder ein bisschen mehr Sachen als vorher. Kellers haben zwei Kinder. Maria findet vieles gut, wie es zu Hause läuft. Aber nicht alles. Ich finde es cool, dass wir auch in Unverpacktladen gehen, weil die sind dort mega nett und es hat dort auch coole Sachen. Und ich finde es auch cool, dass wir auch Frigado-Sachen verkaufen, weil dann haben wir alte Spielsachen, die man nicht mehr so cool findet, verkaufen und haben wieder Geld für neue coole Spielsachen. Ich finde es nicht so cool, dass wir nicht so viele Süßigkeiten haben wie die anderen, weil ich habe die sehr gern und auch, dass immer, wenn ich irgendetwas Süßes heimbringe, das ist dann ein riesen Drama. Wenn dann der Kübel wieder ein bisschen voller ist. Ja. Was wir gemerkt haben mit den Kindern, muss man halt immer Kompromisse eingehen. Und zum Beispiel Ketchup, die unsere Tochter über alles liebt. Und das muss einfach sein. Und das hat mich zuerst wahnsinnig genervt. Das ist aus Plastik und das musst du die ganze Furt schmeißen. Und das füllt unseren Abfallkübel immer. Und ja, jetzt haben wir uns damit abgefunden. Mit Kind kann man es halt einfach nicht ganz so greilig machen, wie man es sonst machen will. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, wenn das Kind nicht akzeptiert, dann geht es nicht. Wir haben dann eben irgendwie die Eltern sein, die das Kind zum Zero Waste peitschen. Und dann, wenn sie ausziehen, dann nachher doppelt so viel Abfall produzieren wie ein normaler Mensch. Das ist halt nicht zielführend. Ein Garten eignet sich auch zum Abfallsparen. Es gibt natürlich auch recht viel Aufwand. Aber für mich ist es ein Ausgleich und ich mache es gerne. Aber es ändert sich auch für uns immer wieder. Ich habe eine Zeit lang Brot selber gemacht und jetzt mache ich es im Moment nicht mehr, weil es mir zu viel ist. Und auch das mit dem Garten oder mit dem Velofahren, das kann sich auch wieder ändern. Also das ist je nach Lebenssituation ist es wieder anders. Ich kaufe im Unverpacktladen und Bio ist natürlich nicht billiger. Ist in der teurer als so der Normalverbraucher wir machen. Aber wir kaufen einfach zum Beispiel weniger Fleisch und kaufen vielleicht in der Linsen und solche Sachen, die nicht so teuer sind. Und darum denke ich, zusammen mit dem, was wir sonst einsparen am Konsum, was wir nicht kaufen, bei den Möbeln oder so, gleicht sich das eigentlich wieder aus und geben nicht mehr Geld aus. Irene und Philipp teilen sich diesen Kleiderschrank. Neue Kleider kaufen sie selten. Wenn möglich, im Secondhand-Laden. Ihr neues Konsumverhalten macht sich bald auch auf ihrem Bankkonto bemerkbar. Sie wollen aber nicht primär sparen, sondern spenden regelmäßig an Hilfswerke. Dann haben wir es auf Zentrallassung gespendet. Wir haben nicht gewusst, wer das ist. Bis wir dann ein paar Wochen oder Monate später plötzlich eine Postkarte bekommen haben von einer unbekannten Frau. Vielen Dank für das Geld, das hat ihr mega geholfen. Und mit dem Geld hat sie nachher können, dort ein Haus kaufen für ein Begegnungszentrum oder ein Ausbildungszentrum für Frauen. Und das hat uns mega gefreut. Es ist aber schon ein Wagnis, wenn man so irgendwie vier- oder fünfstellige Beträge spendet. Aber bei jedem Betrag, den wir gespendet haben, ist dann etwas zurückgekommen. Jetzt die Frau ist dann zu uns auf Rafts gekommen und hat uns erzählt, was mit dem Geld alles passiert ist. Und wir haben so viel profitiert von dem. Den Kontakt mit den Leuten und das sehen, was mit dem Geld passiert und der Glaube, den sie uns vermittelt, das ist ein extrem wert. Und so sind wir auch Teil der Mission, ohne dass wir rausgehen, aber indem wir es spenden. Ja, und dann das mitbekommen, was alles damit passieren kann. Wegen dem konnte ich überhaupt kaufen. Sure. Das war mir gar nicht bewusst.